Heute zeige ich euch mal wieder virale Minecraft-TikToks und teste für euch, ob sie überhaupt funktionieren. Dabei sind wirklich wieder krasse Videos dabei. Zum Beispiel, wie man in der 1.19 vertikale Schienen craften können soll. Außerdem testen wir heute einen Weg, wie es möglich sein soll, einen Ravager zu zähmen und zu reiten. Schaut das Video also unbedingt bis zum Ende und lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, um mich zu unterstützen. So, jetzt aber genug gelabert. Fangen wir direkt an mit dem ersten TikTok. Okay, also das soll ein X-Ray-Glitch sein, mit dem man unter Lava sehen kann, wenn ich das richtig sehe. Und er platziert jetzt hier so einen Grindstone an den Rand, dann schwimmt er von unten dort ran, drückt Shift und dann kann er einfach durch die Lava sehen. Ach ja, und falls ihr euch jetzt denkt, das ganze TikTok kommt mir doch ziemlich bekannt vor. Ich habe das schon mal in einer alten Folge getestet, da war das aber mit einer Slab und nicht mit einem Grindstone. Außerdem habe ich damals 1000 Kommentare bekommen, dass ich das falsch gemacht habe. Also hoffentlich mache ich das diesmal besser und es funktioniert vielleicht sogar. Okay, also wir bauen uns hier am Rand vom Lavasee lang. Dann bauen wir uns hier einen Block hoch. Zerstören den Block. Ganz wichtig, das habe ich das letzte Mal nicht gemacht. So, jetzt bauen wir hier einen Grindstone an den Rand. Das hat funktioniert, warum sollte es auch nicht? Ballern uns die Fire Resistance Potion rein. Und dann springen wir jetzt hier runter in die Lava. Schwimmen von unten an den Grindstone ran. Und wenn wir jetzt sneaken, dann... es funktioniert. Wir können einfach unter die Lava sehen. Aber da vorne ist zum Beispiel ein bisschen Gold. Und wenn wir das Ganze jetzt noch an verschiedenen Stellen einfach mal ausprobieren, dann wäre es eigentlich auch gut möglich, dass wir so ganz locker Netherite finden. So, also das erste TikTok hat schon mal funktioniert. Wirklich ein perfekter Start für diese Folge. Und ich würde sagen, wir nutzen den Schwung und schauen uns direkt das nächste an. Okay, also der Typ, der das gemacht hat, ist scheinbar im End. Und so soll man einen illegalen Block machen können. Gut, erstmal macht er ein Portal. Dann geht er ins End, stellt hier zwei Pistons nebeneinander, in die Mitte ein Endcrystal und dann, wenn er jetzt beide bepowert, dann... oh mein Gott, okay, das sah weird aus. Schaut euch das an, Freunde. Also wenn man das so macht, soll es scheinbar möglich sein, dass zwei Pistons ineinander geschoben werden und so dieser weirde, illegale Block entsteht. Der Ersteller vom TikTok hat extra in die Kommentare geschrieben, dass das Ganze nur auf der Bedrock-Edition funktioniert. Aber das soll uns gar nicht davon abhalten, dieses TikTok jetzt hier mal zu testen. Okay, also wir müssen hier einen Piston platzieren und dann hier auch. Also so, dass sie sozusagen beide versuchen, in den gleichen Block zu pushen, dann muss hier unten ein Obsidian-Block hin und darauf dann ein End-Crystal. Und wenn ich jetzt hier einen Redstone-Block hinsetze, dann sollen die beiden Pistons ineinander gepusht werden. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das Ganze auf der neuesten Bedrock-Edition funktioniert. Okay, also ich probiere das Ganze aus, setze den Redstone-Block hin und es funktioniert. Freunde, was? Es hat einfach funktioniert, damit habe ich niemals gerechnet. Das sind einfach zwei Pistons ineinander. Das ist einfach ein verbuggter Block. Ich habe wirklich niemals gedacht, dass das funktioniert. Aber bis jetzt haben wir wirklich Glück in der Folge. Zwei von zwei TikToks haben wirklich geklappt. Und deswegen machen wir auch schon direkt weiter mit dem nächsten TikTok. Okay, also bis jetzt haben wir wirklich extremes Glück gehabt. Ich hoffe mal, das Ganze setzt sich auch bei diesem TikTok fort, weil das ist wirklich extrem krass. Und ich wurde hier auch ziemlich oft in den Kommentaren darunter markiert. Und deswegen dachte ich mir, ich muss das Ganze einfach ausprobieren. Also er hat ein Sharpness 5 Schwert und damit soll man irgendwie Golems one-hitten können. Also er setzt dafür ein Schwert in einen Amboss und packt dort Sharpness 5 rauf. Dann packt er das Ganze in einen Grindstone und entfernt die Verzauberung. Aber laut ihm bleibt einfach der Attack Damage da. Und so soll man das dann ganz oft hintereinander verzaubern können. So lange, bis der Attack Damage immer höher wird. Okay, und damit soll man deinen Mobs one-hitten können. Okay, also ich habe jetzt hier einen Amboss und einen Grindstone. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem TikTok. Also erstmal packen wir hier ein Netherite-Schwert rein. So, und dazu dann noch ein Sharpness 5 Buch. Und da kommt dann am Ende ein Sharpness 5 Netherite-Schwert raus mit 11 Attack Damage. Also so, wie es ja normal ist. Und wenn ich das jetzt in den Grindstone packe und dazu noch ein anderes Netherite-Schwert drauf mache, dann soll laut dem TikTok die Verzauberung weggehen. Aber der Angriffsschaden, der soll noch da sein. Und mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Und nein, tut es nicht. Ihr seht schon, es hat immer noch 8 Attack Damage.
gelöscht. Und auch wenn ich das Ganze jetzt nochmal im Amboss verzaubere, wird es wieder nur 11 Attack Damage bekommen. Und wenn ich das dann wieder in den Grindstone reinpacke, bekommt es wieder die 8 Attack Damage zurück. Das TikTok hat also leider nicht funktioniert. Aber wir lassen uns davon gar nicht lange unterkriegen und gehen direkt zum nächsten. Okay, also das soll ein Tipp sein, mit dem man sein Zuhause vor Zombies und so schützen kann. Also er hat hier eine Tür, dann setzt er dort diese Endrods rein und wenn es dann Nacht ist, kann er entspannt durchlaufen und die Zombies nicht. Also das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen unlogisch, weil wenn ein Spieler dort durchpasst, dann müssten da doch auch locker Zombies durchpassen. Die sind ja eigentlich so breit und so hoch wie ein ganz normaler Spieler. Okay, also ich habe jetzt hier mal ein kleines Haus gebaut. Es ist wirklich nicht das Schönste, aber das war ja auch nicht das Ziel. Ich wollte einfach irgendwas Kleines bauen, damit wir das TikTok ausprobieren können. So, und dann setze ich jetzt hier an den Eingang, wie im TikTok gezeigt, ein paar Endrods. Also hier 2 Stück und hier an der Seite auch 2 Stück. So, dann lasse ich es ganz schnell Nacht werden. Spawn hier extrem viele Zombies, um das gleich mal auszuprobieren. Natürlich auch ein paar Baby-Zombies. Dann gehe ich volles Risiko in den Survival-Modus. Ihr seht schon, die ganzen Zombies sind sauer auf mich und verfolgen mich. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, ich passe durch, aber wie es aussieht, die Zombies nicht. Und obwohl, okay, also der eine Zombie wurde jetzt gerade durch seine Kollegen durchgedrückt, das funktioniert. Aber wenn sie versuchen von alleine durchzugehen oder in einer kleineren Gruppe, dann geht das Ganze nicht, wie es aussieht. Das TikTok hat also so halb funktioniert. Wenn ein paar Zombies da sind, dann schaffen sie es nicht durch die Tür. Allerdings ist es trotzdem noch extrem gefährlich, weil ab 5 oder 7 Stück können die sich einfach gegenseitig durchdrücken und dann schaffen sie es wie der Kollege dort hinten trotzdem ins Haus. Und vor allem, wenn du denkst, die Tür wäre sicher, würde ich das eigentlich eher nicht empfehlen. Okay, also das TikTok besteht aus verschiedenen kleinen Fakten und alle anderen sind gar nicht so interessant. Allerdings, was interessant ist und weswegen ich wahrscheinlich auch ziemlich oft markiert wurde, ist nämlich der letzte Fakt in diesem TikTok. Und zwar soll man laut diesem TikTok Tridents von Drowns mit Muscheln traden können. Also ihr seht schon, der Typ lässt dem Drown einfach seine Muschel fallen und der Typ tradet ihm dann im Austausch dagegen den Trident. Und das ist vor allem für mich interessant, da ich den Fakt früher sehr oft unter meinen Videos stehen hatte. Also in meinen Hardcore-Welten habe ich immer versucht, irgendwie ein Trident dran zu bekommen. Und alle haben immer gesagt, ja, trade ihn doch einfach mit einer Muschel. Und ich dachte mir so, hä, das funktioniert? Weil ich habe davon ehrlich gesagt noch nie gehört. Naja, und jetzt ist endlich der Tag gekommen, an dem ich das Ganze ausprobiere. Okay, Freunde, ihr seht schon, ich habe jetzt extrem viele Drowns gespawnt. Und hier hat jetzt auch endlich einer mal ein Trident. Und jetzt schaue ich, was passiert, wenn ich ihm diese Muschel hinwerfe. Okay, also ich probiere das Ganze aus. Ich werfe ihm die Muschel hin und ihr seht schon, es passiert überhaupt nichts. Also ihr seht schon, er nimmt die Muschel nicht auf und droppt mir auch nicht seinen Trident. Also in der Java-Edition funktioniert das Ganze nicht. Naja, aber zum Glück habe ich ja auch die Bedrock-Edition und da probiere ich das Ganze natürlich auch aus. Also ich werfe dem Ertrunkenen meine Muschel hin und ihr seht schon, es passiert nichts, oder? Okay, also er scheint es einfach zu ignorieren. Ich guck mal, ob es vielleicht am Modus liegt und wechsel mal in den Survival-Modus, werf ihm dann eine Muschel hin. Aber auch das scheint er einfach zu ignorieren. Damit war das TikTok leider fake oder ich hab's falsch gemacht. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wir machen jetzt aber trotzdem weiter mit dem nächsten TikTok. Okay, Freunde, also der nächste Glitch ist mal wieder für die Bedrock-Edition. Und so soll man diesen komischen, illegalen Block herstellen können. So, dafür baut er erstmal ein Nether-Portal, baut daran dann diese komische Maschine mit einem Observer und einem Dispenser. In den Dispenser packt er ein Feuerzeug, dann darunter eine Redstone-Fackel und dann wird das Portal angezündet, sobald das TNT explodiert. Und so soll dann dieser komische weiße Block entstehen. Okay, Freunde, also ich habe die ganze Maschine jetzt so gut es geht nachgebaut. Ich hoffe ehrlich gesagt, ich habe dabei keinen Fehler gemacht. Falls ihr das Ganze selber mal ausprobieren wollt, ich verlinke euch wie immer alle Original-TikToks in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Moment der Wahrheit und schauen, ob dieser illegale Blockgenerator wirklich funktioniert. Okay, also ich setze hier ein TNT hin, vor diesen Observer und dann wird das TNT gezündet, das Redstone-Signal geht raus und ihr seht schon, es ist nicht explodiert. Also das TNT ist nicht explodiert, dafür ist genau im richtigen Moment das Nether-Portal
angegangen. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn wir jetzt hier mal durchgehen. Und ja, Freunde, es hat scheinbar wirklich funktioniert. Und dann seht ihr schon, haben wir hier einfach so einen komischen weißen Block, der einfach nichts kann. Also es ist halt einfach ein TNT, was eigentlich eine Millisekunde vorm Zünden war, dann aber geportet wurde, so dieser Prozess abgebrochen wurde. Und jetzt haben wir hier einfach so einen lustigen weißen Block, der irgendwie durch die Gegend fliegt und eigentlich nicht mal richtig da ist. Ich weiß nicht, wofür man sowas brauchen sollte, aber das TikTok hat funktioniert. So, Freunde, wir sind schon beim nächsten TikTok und das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Es ist ehrlich gesagt kein richtiger Lifehack, aber dafür eine extrem coole Building-Idee. Die funktioniert aber leider wieder nur auf der Bedrock-Edition. Und zwar kann man, wenn man dieses ganze Konstrukt hier nachbaut und dann hier oben Armor-Stands hinpackt, so eine coole Kampfszene bauen, wo dann zwei Armor-Stands gegeneinander kämpfen. Und das klingt doch wirklich verdammt cool. Wir gehen direkt rein in die Bedrock-Edition und ich probiere das Ganze aus. Okay, Freunde, also ihr seht schon, ich habe das Ganze jetzt mal so gut es geht nachgebaut. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze selber für eure Survival-Welt oder so nachbauen wollt, ich verlinke euch alle TikToks in der Videobeschreibung, da könnt ihr das selber ganz locker nachbauen. Aber ich bin ja eigentlich nur dafür da, um zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Okay, also ich setze jetzt hier mal eine Lore hin und dann seht ihr schon, der Armor-Stand wird eingesammelt und verändert wirklich seine Position die ganze Zeit. Und das mache ich jetzt auch bei der Diamantrüstung. Und dann seht ihr schon, wir haben hier so wirklich so einen coolen Kampf. Nur das Ding ist, ich habe das Ganze falsch rum gemacht. Auch wenn sie irgendwie in die falsche Richtung schlagen, würde ich trotzdem sagen, dass das TikTok funktioniert hat. Und damit ist es auf jeden Fall ein sehr cooles Extra für eure Survival oder eure Kreativwelt. Machen wir aber direkt weiter mit dem nächsten TikTok. Okay, also der TikTok-Ersteller hat hier so einen Ravenger und er kann ihn einfach zähmen und dann kann er auf ihm reiten? Hä? Das geht doch nicht, oder? Man kann doch Ravenger nicht reiten, oder? Okay, Freunde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Denn wenn man einen Ravager reiten könnte, dann hätte das doch bestimmt schon mal jemand mitbekommen. Und ich wusste davon ehrlich gesagt noch nichts. Trotzdem probiere ich das Ganze natürlich für euch aus. Also ich habe jetzt hier einen Ravager, der sieht erstmal friedlich aus. Und wenn ich jetzt mit meinem Brot hingehe und ihn rechts klicke, dann seht ihr schon. Also im Kreativmodus fange ich einfach an, das Brot selber zu essen. Und wenn ich das Ganze mal im Survival-Modus ausprobiere, dann sterbe ich einfach. Okay, super. Also auf der Java Edition scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Aber wie sieht das Ganze auf der Bedrock Edition aus? Ich meine, der Ersteller vom TikTok war ja auch auf dem Handy. Und da gibt es ja auch nur die Bedrock Edition. So, also ich versuche ihn jetzt auch hier mal auf der Bedrock Edition mit Brot zu füttern. Und das hat nicht funktioniert. Aber wir können ihn reiten. Wie krass ist das denn? Wir können ihn sogar steuern. Also so halb wenigstens. Okay, also das ist extrem krass. Schaut mich an, Freunde. Ich sitze einfach auf dem Ravager und kann den reiten. Und man muss ihn gar nicht mehr mit Brot zähmen. Allerdings ist das Ganze dann doch etwas zu schön, um wahr zu sein. Ich habe euch nämlich ein wenig verarscht, wenn ich ehrlich bin. In der normalen Bedrock-Edition ist es nicht möglich, einen Ravager zu reiten. Ich habe dafür dieses Add-on hier installiert und das hat der Typ wahrscheinlich auch im TikTok verwendet. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und seid nicht allzu sauer. Wir schauen uns jetzt aber zum Schluss noch das letzte TikTok für die heutige Folge an. Okay, also das letzte TikTok ist ein Clip aus der 1.19-Version und laut diesem TikTok soll es da einfach Schienen geben, die einfach vertikal an Wänden hochführen. Und laut diesem TikTok soll da scheinbar sogar ein Villager drin Platz nehmen können. Und wenn der dann diese Strecke mal hochfährt, dann sieht das so weird aus. Also in den Minecraft Update Changes ist nichts dazu zu finden. Und es gibt ehrlich gesagt auch keine Möglichkeit, wie der Ersteller des TikToks irgendwie schon an die 1.19 gekommen sein könnte. Also es gibt dieses Bedrock Beta Programm, aber da kommen auch nur bestimmte Leute rein. Und außerdem funktioniert es dort auch nicht, irgendwie vertikale Schienen zu machen. Naja, für den Fall allerdings, dass ihr aus irgendeinem Grund unbedingt vertikale Schienen braucht, dann habe ich jetzt die perfekte Lösung für euch, und zwar ein weiteres Starter Pack. Das Ganze heißt Ladder Cart und dadurch können Minecarts einfach Leitern nach oben klettern. Also eigentlich wie vertikale Schienen, nur halt ohne die Textur. Also ich setze hier ein Minecart hin, dann setze ich mich in das Minecart rein, fahre nach vorne und wenn wir jetzt auf die drauf zufahren, dann seht ihr schon, das Minecart kann einfach Leitern hochfahren. Es ist zwar nicht genau das, was im TikTok gezeigt wurde, denn da wurde ja gesagt, dass das Ganze in der 1.19 funktionieren soll, was absolut
nicht der Fall ist. Trotzdem würde ich sagen, ist es vielleicht ein kleiner Trostpreis, dass das immerhin über Datapacks funktioniert. Das TikTok hat damit allerdings trotzdem nicht geklappt und war eindeutig fake. Insgesamt haben also so 4,5 von 9 TikToks, die ich getestet habe, funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr öfter solche Folgen sehen wollt, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Und natürlich mal wieder ein dickes Danke an alle meine Supporter, die die Kanalmitgliedschaft aktiviert haben.